Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game Teil 2 der DLC. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie der DLC heißt übrigens. Wir sind hier auf dem Piratenschiff. Wir helfen gerade der Königin, ihre ganzen Hochzeitstraditionsobjekte zu finden. Okay, müssen wir reingehen jetzt und ein paar Leute aus dem Maul hauen, wo ich ja richtig Bock drauf habe. Hier könnte vielleicht noch irgendwie was sein, was ich scannen kann, muss, soll, dürfte. Aber anscheinend nicht. Okay, aber hören wir schon mal das letzte Ding hiervon. Da müssen wir halt immer noch ganz viel Scanzeug finden. Stimmt, ich kenne die Attacke von dir gar nicht, ne? Aber ich kann sie auch nicht einsetzen. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast meinen Dank, genauso wie einen Anteil an diesem wertvollen Schatz. Alter Ring. Für meine Mühe erhielt ich einen antiken Ring. Genauso etwas Altes sollte ich der Königin bringen. Da ich nun alle benötigten Gegenstände gesammelt hatte, war ich bereit, zur Königin zurückzukehren. Ja, das ist richtig, aber... Also erstmal haben wir noch eine Aufgabe, sehe ich gerade. Und ich habe noch nicht alle Gegenstände gescannt. Nein, das glaubt doch mein einziges Holzauge nicht. Wie soll ich nur diese Seepocken wieder loswerden? So, Stampfer, okay, verstehe. Ich hätte erwartet, dass ich vielleicht für ihn noch was bauen soll. Die dritten waren... Ach, keine Ahnung. Hier sind keine Seepocken mehr. Die da hinten habe ich. Hier sind keine Seepocken. Willst du mir sagen, wo die sind, Freund? Oder soll ich einfach raten? Okay, hier sind sie. Ich war mir gerade nicht sicher, ob die hier unten waren, aber anscheinend ja schon. Hätte er mir vorher mal sagen können. Hey, die sind da und da. Mach das mal bitte. Aber nö. Wozu denn? Gut, dann haben wir das gemacht. Das ist kein guter Weg, muss ich sagen. Da laufe ich lieber den Weg hoch. Ach, jetzt ist das Deck wieder spiegelglatt. Ja, gerne. Jetzt muss man nur da zurückgehen und das abgeben. Ich meine, wir können es ja erstmal machen und dann halt noch gucken, wo wir irgendwelche anderen Sachen finden. Ah, hallo, Superkumpel. Oh, genau so etwas wollte ich. Vielen lieben Dank. Damit die Zeremonie auch glatt läuft, muss ich mir nur noch den Film besorgen. Wenn jemand ein Foto von mir und meinem besten neuen Freund macht, dort drüben machen könnte, würde es Batman vielleicht dazu motivieren, bei meinem Plan mitzumachen. Warum macht ihr nicht das Foto? Bisher habt ihr alles sehr gut gemacht. Los geht's. Krieg ich hin. Ich muss nicht mehr fotografieren. Schickes Foto, das werde ich jetzt posten. Und zwar mit dem Hashtag GothamJungs sind eher, naja. Danke für eure harte Arbeit. Oh, und verliert nicht wieder eure Stickerkanone, ja? Hahaha. Wir gaben unser Bestes. Hoffentlich würde es der Königin genügen. Natürlich war letztendlich alles in Ordnung. Jetzt war endlich Zeit zu feiern. Auf die traditionelle, königliche Art. Almas Stöcke auf diesem Planeten eingesammelt. Ein Chiffon gibt es dafür nicht, weil wir alle Chiffons mittlerweile schon haben. Das ist nichts für diese saftigen Schüsse, ne? Die müsste ich ja gescannt haben. Hm.
Vielleicht sind das diese kleinen... Nee. Also es waren ja auch keine, kleinen... Steinchen oder großen Steinchen. Es waren ja irgendwelche Satellitenschüsse auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht, wo noch eine sein kann, die oben hier scannt. Ich dachte, das wäre halt hier, aber nö. Gab anscheinend noch eine zweite, die ich komplett übersehen habe. Wo soll ich den ganzen Quatsch denn finden, Spiel? Hier vorne ist ja auch nichts. Aber schöne Basis, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Es wäre halt cool, wenn die Leute dir irgendwie Tipps geben, wo du was finden kannst, was dir noch fehlt. Und wenn man sich irgendwie markieren könnte und dann zumindest durchgehend einen Überblick hat, was dir noch fehlen könnte. Also so optisch, weil die Dinger sind ja nur schwarze Dinger und da wirst du halt, wonach ich suchen musste und müssen hier halt immer umschalten. So, Palast der Königin. Uns fehlen noch vier Dinge. Ein komisches Ding. Eine Leuchte, würde ich sagen. Ein... Keine Ahnung, eine Fahnenstange oder so, eine Fahne dran und eine Satellitenschüssel. Es kann nicht so schwer sein, die zu finden. Wo sollen die denn sein? Also die hier ist es ja nicht, das wissen wir mittlerweile. Hier ist auch nichts Interessantes. Ich hätte ja gedacht, auf Planet Einhorn Kitty wäre noch was. Kann man nach ganz oben fliegen, ob ich da noch irgendwas finde. Es bleibt schwierig. Und du hast sicher nicht noch was für mich zum Kaufen. Nee, alles ausverkauft. Hätte ich eigentlich so ein Sternchen da selber scannen können oder habe ich oder konnte ich den nur kaufen? Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so eine Leuchte, also das ist ein Objekt, das halt so eine Leuchte irgendwo unter der Decke hängt, aber ich wüsste halt nicht wo. Vielleicht ganz am Anfang, dass ich da was übersehen habe? Also hier, wo mein Schiff steht? Kann ich da mal eigentlich fliegen? Aber hier sieht es eigentlich dann aus, das wird hier immer sein. Ah ja, damit kann ich tatsächlich fliegen, das ist ja cool. Ob es ein bisschen nervig ist. Und auch extrem langsam. Na gut, also. Würde ich sagen, mache ich es wie in Apokalypse-Stadt. Ich suche es ein bisschen. Und mache das halt einfach offscreen. So, eins habe ich gefunden. Mit der Hilfe des Internets aber. Wandleuchte Weltraum. Das habe ich schon mal. Da ist auch noch ein zweites. Okay, das habe ich komplett übersehen. Das hätten wir sehen können. Das andere war halt wirklich gemeint versteckt. Dann findest du nur noch zwei Objekte. Einmal so eine Stange und einmal eine Satellitenschüssel. Das kann doch nicht so schwer sein, so eine blöde Satellitenschüssel zu finden. Weil die muss ja recht offensichtlich versteckt sein. Wir können mal kurz gucken. So. Da ist der König, ist uns noch zwei Stück. Eine Satellitenschüssel und so ein Stab. Die würde ich halt irgendwo zusammen vermuten, aber wo? Vielleicht sind die doch hier unten und ich habe sie aber nicht gesehen. Okay, hier ist schon mal die Stange. Das ist schon mal eins. Hier sind beide die. Okay. Gut, dass mir das so gut angezeigt wurde. Da ist das ja mehr. Was ist das daneben dann? Ist das nicht die gleiche? Ah, ne, sie dreht sich. Ich dachte, es wären die gleichen. Okay, gut. Dann habe ich alles gemacht. Gut, kleiner Tenmo. Dann haben wir hier auch den Planeten fertig. Gucken wir mal kurz nach, ob es wirklich so ist. Okay, das war es einfach nur blöd von mir, dass ich die nicht gesehen habe. Aber die Lampen, die waren... Also vor allem die Wandlampe, die ist halt wirklich gemein versteckt gewesen. Ich habe mir schon gedacht, es muss doch da sein. Aber ich bin hier nochmal hingegangen. Aber ich habe nur die beiden angeguckt. Ich dachte, auf beiden Seiten ist das gleiche. Ja, war es anscheinend nicht. Auf geht's, nächste Welt. Jetzt gehen wir zur... Warum auch immer die 20 da angezeigt wurden, vielleicht war ich einmal kurz auf der Karte, 100%, ja perfekt. Wegen des Sir Rex Celsior. Das coole Raumschiff von Rex. Kommt gleich zu der Intro-Sequenz. Ah, jetzt sind wir wieder Rex, nice. Ja, ist ein kleiner Rex Celsior.
ist nicht immer leicht, ein cooler Typ wie Rex Abenteuerbeste zu sein. Man muss so einiges drauf haben. Es ist ja nicht so, als ob ich die Zeit hätte zu erzählen, wie ich die Raptoren gefunden und dazu gebracht habe, sich meiner Crew anzuschließen. Da war ich also, im gefährlichen und unerforschten Dschungel und kümmerte mich um meinen eigenen Kram wie üblich. Höhlenmensch, Er hat das Rad erfunden. Doch mit ein bisschen Training konnten sie Rex-tastisch werden. Okay. Ich habe Lust, zum Computer im Haupthangar des Schiffs zu gehen. Doch irgendwas stimmte nicht mit der Tür. Was nur? Ein Lagerregal? Was rückwärts auch wieder Lagerregal heißt. Genau. Ich glaube, das mit diesen Raptoren ist vielleicht so ein, ich sag mal, ein Easter Egg. Fässchen haben wir hier nochmal. Würde ich jetzt nie als Fässchen bezeichnen, aber gut. Weil der Synchronsprecher im Englischen ist Chris Pratt und der hat auch. Erstmal Pulszünder hier. Was soll mein Pulszünder sein soll. Der hat auch in Jurassic World mitgespielt. Und ja, der ist halt der Synchronsprecher von Emmett. Und da ja Rex auf Emmett basiert, würde ich immer tippen, dass sie irgendwie, also dass sie das halt gemacht haben. Das mit den Raptoren. Oder vielleicht einfach nur, weil es halt cool ist. Okay, hier ist erstmal nichts. Hey Mann, willkommen zu Hause. Wir wollten ein paar Verbesserungen vornehmen. Aber stattdessen haben wir wohl die Elektronik geschrottet. Du musst den Strom umleiten, wenn du das Tor zum Hangar öffnen willst. Sonst haben die doch auch immer gesagt, in den Sprechblasen, dass man dann Generator bauen soll. Oder war das erst, wenn man dann mit denen gesprochen hat? Ich meine, das stimmt ja schon vorher immer. Aber gut. Das weiß ich schon. Radikal, Mann. Ich habe hier den Trainingsplan. Bring ihn zum Hauptcomputer, um ihn zu öffnen. Floppy Disk. Nice. Ich musste den Computer vorbereiten, um meinen Raptoren-Trainingsplan cleveres Kärtchen zu laden. Okay, ja, können wir machen. Aber erstmal scannen wir hier alles. Spielautomat 1. Grüner Spielautomat. Spielautomat 3. Spielautomat 2. Spielautomat 4. Schwarzer Spielautomat. Blauer Spielautomat. Und orangener Spielautomat. Ach, da haben wir auch noch was. Automat, okay. Das sind Spielautomaten und auch noch Automaten. So, was haben wir denn hier alles zu tun? Einfach ein Koch oder was? Interessant. Der Händler ist der hier. Coole Waffe auf jeden Fall. Meisterstück. Warum kann ich Johnny Thunder hier kaufen? Larry Poppins kommt natürlich auch. Höhlenmensch. Ehre. Radikales Raptorenbord. Radikaler Raptor, wenn der Mütze auf die schräg ist. Und Rex radikales Bike. Schade, dass das keine schiefe Mütze auf hat. Mich kannst du nochmal kaufen? Ne, ist ausverkauft, okay. Wollte gerade schon sagen. Wieso kannst du nochmal kaufen? Sonst geht es auch nicht. Da ist noch mehr Rex-Zeug. Da ist eine Rex-Kiste. Und der Raptor. Ich guck mich hier nur um. Entspann dich. Mehr Quatsch. Wir können ja mal gucken, was wir hier brauchen auf der Rexelsior. Die Rexelsior, da. Okay, gar nicht so viel Zeug. Ein Geländer, irgendeine Rampe, noch eine Rampe, weiß ich nicht. Sieht aus wie ein Schrank, Schrank, Schrank und... keine Ahnung. Ich hätte einmal in die andere Richtung drücken müssen. Was mache ich? Ich drücke tausendmal in die... ja, wäre falsche Richtung.
Da ist ein Raptoren-Bike. Das ist nicht so, wie diese Rampen, die ich scannen kann, ne? Damit kann ich ja fahren, oder? Ja, kann ich. Kommt so, funktioniert wahrscheinlich nicht. Okay, auf zur Galaxiekarte und nochmal zu Rexelsior, weil wir da ein bisschen verbuggt waren. Lief jetzt semi-erfolgreich, muss ich sagen. Wir sind immer noch hier. Okay, mein Kurzcut. So, jetzt sind wir wieder im Startbereich. Jetzt hatte ich gerade random irgendwie Batman ausgerüstet. Der ist halt gekommen, nachdem ich auf dem... Okay, hier sind erstmal die Dinger. Der auf dem letzten Planeten wieder war. Grind Rail, okay. Natürlich brauchen wir eine Grind Rail. Okay, ist ein Lautsprecher und keine Schublade oder Schränke. Große Lautsprecher 3. Große Lautsprecher 2. Also ich hätte mal wirklich mittelgroßer Lautsprecher, große Lautsprecher und keine Lautsprecher nehmen können. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch irgendeine komische Bodenanlage und da unten die Skate-Ram. Okay, ich bin nur verstehen. Okay, wir brauchen das hier, glaube ich. Pyramidenrampe. Habe ich zwei weg von. Rampe. Dann gucken wir es nochmal. Ich glaube, wir dürften jetzt. Alle haben es. Okay, eins fehlt noch. Immer noch das komische Ding auf dem Boden. Ich dachte, das hätte ich schon geholt mit dem hier, aber das war ein anderes. Bist du das? Wahrscheinlich nicht, ne? Was könnte das Ding sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist der radikale Raptor. Hallo, werter Freund, warum auch immer du hier rummettelst. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Es ist ja sehr, sehr flach. Okay, aktuell können wir auch mit den ganzen Leuten noch gar keine Mission machen, sage ich mal. Ich verstehe aber gerade gar nicht, was man hier machen soll. Sieht aus, als würde man hier klettern müssen, aber ich habe doch schon als Jetpack. Wie soll ich da klettern überhaupt? Also kommt das Spiel auf, dass ich das machen würde dann. So, hier ist nichts auf dem Boden, was danach aussieht. Hier eigentlich auch nicht. Einkauft haben wir ja schon. Ist hier oben vielleicht irgendwas drauf noch? Sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Da habe ich keine Ahnung, wo das Teil sein soll. Was kann nicht so krass versteckt sein? Muss ja wohl hier sein. Wo war ich denn noch nicht so richtig? Hier war ich noch nicht so richtig. Aber ich wüsste nicht, dass hier immer sein sollte. Also sieht alles schon aus wie Sachen, die ich schon habe. Es könnte natürlich irgendwas Leuchtendes sein, was ich mal wieder nicht sehe. Das wirkt erstmal nicht so. Okay, da können wir. Vielleicht können wir da noch reingehen. Da gibt es das vielleicht. Ich sehe gerade nämlich nicht, wohin noch Sachen sein sollten, wenn ich jetzt rankommen würde. Vielleicht da vorne der noch? Oder ist hier auch schon wieder irgendein Gebäude drin? Okay, hier soll das sein. Okay, ist tatsächlich hier oben. Okay, perfekt. Gut, dass ich mir das markiert habe und angeguckt habe. Es könnte theoretisch dieses Teil an der Wand sein. Aber nee, ist es nicht. Also von der Form her würde es grob hinkommen, also so wie ich es gerade in Erinnerung habe. Wahrscheinlich passt es auch wieder gar nicht.
Okay, dann haben wir noch hier vorne einen. Der ist dann vermutlich hier drunter. Aber da ist noch einer in der Luft, den sehe ich. Hier ist tatsächlich nichts. Ich sagen, hole ich mir den Schwebenden hier noch und dann beenden wir noch den Part für heute. Ich muss diesen Wegpunkt nochmal wieder entfernen. Also da ist noch, ich glaube, 3 Stück sind hier jetzt noch. Egal, dann würde ich erstmal sagen, ich sage jetzt beim nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.